Meine Fischis, willkommen wieder bei einer neuen Folge von Near Replicant. Genau. Ist so, wir haben es eigentlich die ganze Zeit richtig gemacht. Wirklich, also, wir waren einfach nur zu früh da. Ihr wisst schon, ich bin einfach immer zu früh dran. Aber es ist so, wir haben es richtig gemacht, wie gesagt. Oh mein Gott, ich hasse diese Stelle. Junge, warum kannst du nicht ordentlich die Bombe werfen? Bist du zu blöd oder was ist los mit dir? Schaut jetzt. Hä? Mach doch! Leute, ich schwöre auf alles. Der Typ muss nur die Bombe nehmen. Sorry, Mikrofon. Und dann werfen. Genau so. Diesmal hat es funktioniert. Aber was? Was macht der sonst? Nö, ich bin mal irgendwie. Mann. Also. Jetzt müssen wir nochmal. Ihr wisst doch, da war so ein Riesenkreis, wo so irgendwelche Roboter herumgeflogen sind. Genau. Zuerst müssen wir da hinfahren. Und dann dorthin gehen, wo dieser Riesenkreis war. Und da müsste dann ein Roboter sein, der den Bruder umgebracht hat. Und genau. So ist das. Ich musste wirklich nachgucken im Internet, weil ich wäre fast verrückt geworden. Dann hat es sich herausgestellt, dass sie zuerst so Hardlock-Wars geben mussten. Und danach hierher kommen müssen. Ich hasse diese Roboter. Warum fliegen die eigentlich so herum? Ich check die überhaupt nicht. Ich hasse dich. Warum kommst du von hinten und greifst mich an einfach so? Leute, ich liebe die Lieder vom Near Replicant. Aber YouTube ist urlustig. Sie geben manchmal einfach das Lied weg. Das Lied vom Spiel, ja, geben sie weg, weil es nicht erlaubt ist zu benutzen. Junge, es gehört zum Spiel. Was labert ihr da? Da mussten wir lang, genau. Und da müsste eigentlich noch ein Ort sein, wo man den Rest nicht mehr sieht in der Karte. Hier kommt ein Roboter. Genau. Ja, klar, warum auch nicht, meine. Die sind einfacher, wenn ihr fliegt. Oh, ja, klar, doch. Ich hasse ihn. Leute, ihr müsst fliegen, mit dem Speer ihn angreifen. Dann ist alles in Ordnung. Die sind in Ordnung. Die hasse ich. Leute, bitte. Ich hasse die einfach, weil die kommen. Die schießen von der Ferne irgendwelche Bläschen. Versteht ihr, was ich meine? Und dieser andere Roboter, was macht der? Der kommt mit seinen Armen und macht so brrrr Strom. Was willst du? Ich hab genug zu tun mit Strom in der Schule. Erstens, da ist die Karte. Und habt ihr das gesehen? Da war dieser Pfeil. Da müssen wir eigentlich hin.
Aber sehen wir uns mal zuerst um. Vielleicht finden wir irgendwas noch. Hier sind wieder irgendwelche Roboter. Leute, ich schwöre. Ist hier eigentlich, bin ich so eine Person, die Roboter liebt. Ich würde gerne selber einen Roboter bauen. Also so sehr mag ich eigentlich Roboter. Und wegen diesem Spiel, weil ich so oft gegen Roboter gekämpft habe, ich hasse sie. Die Tür geht wieder mal nicht auf. Die Tür müssen wir wieder bombardieren. Cool, die geht auf. Ah, okay, warum ist die jetzt nicht kaputt gegangen? Die wollte nicht. Ja, genau. Du konntest mich nicht heilen, Emil. Ziel mal, Junge. Jetzt hat er uns gehalten. Oh nein. Zwei auf einmal. Okay, jetzt müssen wir diese Bombe nehmen. Und dorthin werfen. Ich hoffe, das klappt. Hat's geklappt? Wuhu! Es hat geklappt. Wir kommen jetzt wieder Roboter. Aber die sind in Ordnung. Die mögen wir. Da kommt ein Roboter. Wieder ein Riesenroboter. Der hat mich schon wieder erwischt, ohne mich zu erwischen. Junge, du hast mich nicht mal getreten. Was willst du von mir? Jetzt macht er wieder irgendein Blödsinn und erwischt mich, ohne mich zu erwischen. Habe ich doch gesagt. Okay, diesmal hat er mich schon ein bisschen erwischt, aber... Eigentlich erwischt er mich gar nicht. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe gerade geredet wie Okta. Ja, was dachtest du mit dem? Was? Leute, es sind einfach zwei Roboter auf einmal. Das bedeutet, wir machen es wirklich diesmal richtig, weil, wie ihr wisst, die anderen Male, die ich gemacht habe, erst was greift ihr von oben an, wenn ich kämpfe? Was? Die letzten paar Male, erstens, da kamen keine kleinen Roboter, die herumfliegen. Zweitens, da kam immer nur ein Roboter. Eine. Keine zwei. Das bedeutet, dass wir das richtig machen diesmal. Also. Ja. Jetzt müssen wir nur noch dorthin, wo dieser Riesenkreis war, wie ich gesagt habe. Und zuerst mal hier rein und die alle mal zusammenschauen. Nein! Ich habe eigentlich bemerkt, dass der mich erwischt. Also erwischen wird. Was mache ich? Junge, Junge! Leute, ich sag zurzeit oft Junge. Okay? Jetzt erkläre ich euch, von wo das kommt. Wie ihr wisst, ich gehe in die Schule.
da wenn meine Freunde so, wenn ich mit meinen Freunden rede, das sind meistens Jungs, da sage ich dann immer, Junge, was willst du? Oder so, weißt du, wisst ihr? Und deswegen sage ich dann immer Junge, wenn ich spiele. Das ist lustig, aber ja. Ich hoffe, ihr habt auch coole Freunde in der Schule. Weil ich habe etwas gelernt. Wenn ihr in der Schule seid, aber wie soll ich sagen, wenn ihr da nicht so coole Freunde habt, mit denen ihr Spaß habt, ist die Schule langweilig und man hat eigentlich keine Lust drauf. Aber wenn ihr Freunde habt, mit denen ihr euch urgut versteht und immer Spaß habt, dann seid ihr sogar glücklich, wenn ihr in die Schule gehen müsst, versteht ihr? Ich freue mich zum Beispiel, ich glaube, ich bin die einzige dumme Kuh, die das macht. Ich freue mich immer auf Montag. Weil ich denke mir so, ich gehe dann in die Schule und habe dann meine Freunde, mit denen ich dann Spaß habe. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen. Also, Schule macht nur mit Freunden Spaß. Und falls meine Freunde irgendwie diesen Kanal gefunden haben und meine Videos angucken, ich weiß nicht wieso, aber wahrscheinlich weil wir Freunde sind, dann danke ich euch, dass es euch gibt, weil ohne euch würde Schule keinen Spaß machen, Leute, wirklich. Dankeschön. Okay, jetzt sind wir da. Genau. Und jetzt müssen wir da durch. Durch. Und dann nochmal durch. Und hier, Leute. Da müssen wir jetzt rauf. Eigentlich muss ich die gar nicht besiegen, aber die stehen mir im Weg. Also. Seht ihr? Emil redet. Das bedeutet, wir sind richtig. Haru will einfach alle umbringen. Verstehe ich auch. Jetzt, wenn wir da durchgehen und da auf E gehen, obwohl ich denke mir gerade schon, warum E, aber geh mal E. Dann sind wir da. Und dann gehen wir da durch. Und da ist es. Da, wo wir eigentlich mal runtergesprungen sind und dachten, hey. Right. Let's head down. Warum? We've no idea what beats going the long way around. Come on. Genau. Und jetzt speichern wir mal für alle Fälle, weil man kann nie wissen, ob man jetzt verliert, wisst ihr? Und ich will jetzt nicht den ganzen Weg noch.